Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Griechenland wird in den nächsten Tagen voraussichtlich neue Milliardenkredite bekommen. Das dritte Hilfspaket für das Land hat eine weitere Hürde genommen. Die Finanzminister der Eurogruppe haben gestern Abend das griechische Spar- und Reformprogramm akzeptiert und damit den Weg für die Auszahlung von fast 90 Milliarden Euro geebnet. Finanzminister Schäuble konnte sich allerdings mit einer zentralen Forderung nicht durchsetzen. Der Internationale Währungsfonds will derzeit noch nicht verbindlich zusagen, ob er sich an den Hilfen beteiligt. Der griechische Finanzminister hat seine Kollegen in der Eurogruppe überzeugt. Sie haben den Eindruck, dass das Land die verhandelten Reformen wirklich umsetzen will. Jetzt sind wir zuversichtlich in der Annahme, dass der neue Schwung in Griechenland dazu führt, dass man das jetzt auch so macht, wie es verabredet worden ist. Aber wir werden sehen. Hoffen wir, dass das griechische Volk in der Lage sein wird, das Beste aus dieser Einigung und den Reformen zu machen. Der Umfang des neuen Kreditpaketes bis zu 86 Milliarden Euro. Freigegeben sind davon zunächst 26 Milliarden. Weitere Auszahlungen sind von regelmäßigen Überprüfungen abhängig. Die erste steht schon im Oktober an. Die Euro-Länder wollen dann auch über Schuldenerleichterungen für Griechenland sprechen, zum Beispiel längere Laufzeiten für die Kredite. Genau das fordert der Internationale Währungsfonds und macht vorerst keine verbindliche Zusage, sich zu beteiligen. Die Eurogruppe ist dennoch zufrieden mit dem, was sie vom IWF hört. Wir begrüßen, dass der Internationale Währungsfonds erwägen will, Griechenland weiterhin finanziell zu unterstützen. Das steht im Herbst an. Für die Eurogruppe ist diese Beteiligung unabdingbar. Dieser Punkt ist vertagt, dennoch nimmt das dritte Griechenland-Programm erst einmal eine weitere Hürde. Damit die Kredite ausgezahlt werden können, müssen noch einige nationale Parlamente darüber abstimmen, unter ihnen auch das deutsche. Bundestagspräsident Lammert hat die Abgeordneten für Mittwoch zusammengerufen. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Mitglieder der Unionsfraktion dieses Mal mit Nein stimmen. Die sommerliche Ruhe über dem Bundestag wird schnell weichen, wenn die Abgeordneten der Fraktionen ab Montag aus dem Urlaub hier anrücken. Noch grübeln sie zu Hause in den Wahlkreisen über dem neuen Griechenland-Paket. In der Union sehen viele ein Problem. Man muss auch sehen, dass der Steuerzahler auch seine Interessen vertreten sehen muss. Und wir müssen diese Verantwortung wahrnehmen. Solange die Schuldentragfähigkeit nicht gegeben ist, wird es sehr schwierig, zuzustimmen. Es wird jetzt zum dritten Mal ein voluminöses Rettungspaket geschnürt, diesmal mit einem Volumen von 86 Milliarden Euro. Ich fürchte, wir kaufen uns wieder einmal für sehr viel Geld ein wenig Zeit. Mit Spannung erwartet wird, wie Unionsfraktionschef Volker Kauder diese Skepsis in Gefolgschaft ummünzen kann. Zwar konnten auch die 60 Abweichler der Griechenland-Abstimmung vom Juli die Regierungsmehrheit nicht gefährden, mangelnder Rückhalt würde der Union aber schaden, auch innerhalb der Großen Koalition. Wenn die CDU-Fraktion ihrer Kanzlerin dort nicht folgt, dann ist sie nicht mehr zu halten. Und deswegen glaube ich, hier wird die CDU am Endeffekt schon folgen. Für die Opposition gefährdet jede Nein-Stimme die Solidarität in Europa. Wird es am Ende einen Kurs geben der Unionsfraktion, der sagt, dieses Europa ist es wert, dass wir uns engagieren, da gehört Griechenland dazu? Oder wird die Unionsfraktion in noch größeren Teilen davon Abschied nehmen? Ich fände es sehr bedauerlich. Bei der Linkspartei zeichnet sich ein Nein der Fraktion ab, allerdings, weil ihr die Auflagen für Griechenland zu weit gehen. Wie viel Geld Griechenland bisher als Überlebenshilfe bekommen hat und welchem Maße Deutschland Anteil daran hatte, haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt. Der Bundeswehreinsatz in der Türkei läuft spätestens Anfang nächsten Jahres aus. Das Mandat solle nicht verlängert werden, so Verteidigungsministerin von der Leyen. Die Bedrohung in der Region gehe inzwischen vor allem von der IS-Terrormiliz aus. Die Bundeswehr sollte mit Patriot-Systemen die Türkei vor Raketen der syrischen Regierungstruppen schützen. In den 2 Jahren der Mission wurde allerdings kein solcher Angriff registriert. Die Feldpostadresse Kahramanmaraş wird es bald nicht mehr geben. Die Bundeswehrmission in der Türkei in wenigen Monaten Geschichte sein.
Dieser Einsatz setze inzwischen ein falsches Signal, sagt die SPD. Die Präsenz der deutschen Soldaten darf nicht missbraucht werden, um eine falsche Politik gegenüber den Kurden zu rechtfertigen und unklare Prioritäten beim Kampf gegen den IS zu unterstützen. Als Kritik an der türkischen Regierung will das Verteidigungsministerium die Entscheidung zum Abzug allerdings nicht verstanden wissen. Der Auftrag sei erfüllt, heißt es, die Bedrohungslage habe sich verändert. Doch auch die Union kritisiert die türkischen Luftangriffe auf kurdische Stellungen im Nordirak. Wir erwarten von der Türkei, dass sie alle Kräfte gegen den IS bündelt und keine Stellvertreterkriege gegen kurdische Extremisten führt. Als zusätzlichen deutschen Beitrag will die CDU Tornado-Aufklärungsflugzeuge für den Kampf gegen die Terrormilizen des Islamischen Staates bereitstellen. Die Linkspartei fordert dagegen eine noch härtere Gangart gegenüber der Türkei. Nicht nur die Patriots müssen abgezogen werden, sondern die Rüstungsexporte müssen sofort gestoppt werden. Die Gefahr ist sehr groß, dass diese Waffen auch an islamistische Terrormilizen weitergegeben werden. Ungefährlich wird der Abzug der Bundeswehr aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet wohl nicht. Aus Angst vor Anschlägen gilt schon jetzt für die 260 Soldaten eine Ausgangssperre im Feldlager. Die Bundesregierung hat die Signale aus dem Parlament gehört und beendet eine Militärmission, für die es zuletzt kaum noch politischen Rückhalt gab. Was vor 2,5 Jahren als Symbol der Solidarität mit einem NATO-Partner begann, könnte nun eher als Symbol der Distanzierung von der türkischen Politik zu Ende gehen. In der Türkei warten viele Flüchtlinge aus Syrien auf eine Überfahrt nach Griechenland. In der Hafenstadt Izmir kampieren Tausende in der Hoffnung, mit Schlauchbooten zu einer der benachbarten griechischen Inseln zu kommen. Von dort aus wollen die meisten dann weiter in andere EU-Staaten. Izmir, das Touristenzentrum an der Westägäis. Seit einigen Wochen ist die Stadt auch Durchgangsstation für Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Jeden Tag kommen hunderte Menschen hier an und versuchen mit Hilfe von Schleusern auf eine der nahegelegenen griechischen Inseln zu kommen. Ich komme hier in Türkei, ich will fahren nach Europa, weil ich habe Probleme in Irak. Im Stadtviertel Basmane gibt es zahlreiche Billighotels. Doch die meisten können sich nicht mal die leisten, brauchen ihr Geld für die Überfahrt. 1.000 bis 2.000 Euro pro Person. Mittlerweile sollen sich im Großraum Izmir 100.000 Flüchtlinge aufhalten. Hochkonjunktur in den Geschäften, die sonst ihre Waren Touristen anbieten. Da die meisten Flüchtlinge nicht schwimmen können, kaufen sie sich Schwimmreifen und Westen, um die Überlebenschancen zu erhöhen, sollte ein Boot kentern. Es ist überall gefährlich, sagt dieser Mann aus Syrien. Auch die Überfahrt nach Griechenland. Aber wenn du den Schritt gemacht hast, gibt es viele Leute, die dir dort helfen. So steigen jeden Abend Hunderte in die zum Teil unsicheren und überladenen Schlauchboote und treten die gefährliche Fahrt an, nach Chios, Lesbos oder Kos. Diese griechischen Inseln liegen alle in Sichtweite zum türkischen Festland. Ankunft auf der griechischen Insel Kos heute früh am Morgen. Wie jede Nacht sind es hunderte Flüchtlinge übergesetzt von der türkischen Küste, voller Zuversicht. Und das erwartet sie, die Polizeistation auf Kos. Hier werden sie registriert, hoffen auf Papiere, mit denen sie weiterkommen. Immer wieder gibt es blutige Schlägereien zwischen Irakern, Syrern und Afghanen. Stundenlang stehen die Menschen hier in der Sonne. Die Behörden sind überfordert. Wir haben nichts zu essen und keinen Strom. Okay, gib uns kein Essen, keinen Strom, aber gib uns Papiere, damit wir diese Insel verlassen können. Abhilfe schaffen sollte eigentlich diese Fähre. Als schwimmendes Notcamp liegt sie seit gestern Nachmittag vor Anker. Doch noch immer hat das Schiff keinen Flüchtling aufgenommen. Wann es wirklich seine Decks öffnet, dazu keine Angaben. Auch heute wurden 1.300 Flüchtlinge per Boot nach Athen gebracht. Dennoch bleibt die Lage angespannt. Flüchtlinge übernachten an der Strandpromenade zwischen Hotels und Bars. Die Touristen, die hier Urlaub machen, stimmt das nachdenklich. Sie haben Kinder und all das, aber sie haben keine Duschen, keine Küche, keine Kleidung, kein Geld, nichts. Und wir sind hier, geben viel Geld aus für unseren Urlaub, laufen rum und schauen sie uns an. Das ist nicht lustig. Obwohl weitere Flüchtlinge erwartet werden, soll bereits am Montag ein Teil der Sicherheitskräfte auf Kos wieder abgezogen werden. Auch vor der Küste Italiens bleibt die Lage kritisch. Die italienische Marine hat heute etwa 300 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Für 40 Menschen kam die Hilfe zu spät. Sie sind vermutlich im Laderaum eines Schiffes erstickt.
Japan hat zum 70. Jahrestag der Kapitulation des Landes im Zweiten Weltkrieg an die Millionen Opfer erinnert. Bei der zentralen Gedenkfeier in Tokio sprach Kaiser Akihito von tiefer Reue bezüglich der Rolle seines Landes. Er hoffe, dass sich diese Tragödie niemals wiederhole. Japan werden unter anderem Kriegsverbrechen in China und Korea vorgeworfen. 3 Tage nach dem schweren Chemieunfall im chinesischen Tianjin ist die Zahl der Toten auf mehr als 100 gestiegen. Im völlig zerstörten Hafen der Metropole gab es auch heute Explosionen und Brände. Die Behörden bestätigten, dass am Unglücksort unter anderem die extrem giftige Chemikalie Natriumcyanid gelagert wurde. Anwohner fürchten sich vor der Ausbreitung gefährlicher Gase. Aufgebrachte Angehörige von vermissten Feuerwehrmännern wollen zur Pressekonferenz. Die Polizei drängt sie ab. Sie teilen uns überhaupt nichts mit, sagt ein verzweifelter Vater. Heute wieder neue Brände und einige kleinere Explosionen. Die Informationspolitik der Behörden ist schleppend. Bestätigt wird, dass unter anderem hochgiftiges Natriumcyanid auf dem Gelände gelagert wurde. Eine Notunterkunft wird aus Angst vor austretenden Gasen evakuiert. Ob das Löschwasser vor den gewaltigen Explosionen mit Chemikalien reagierte und damit zu dem Unglück beitrug, ist eine der vielen ungeklärten Fragen. Das Staatsfernsehen zeigt Feuerwehrleute, die sich vor einem toten Kameraden verbeugen. Die ersten Löschzüge wussten offenbar nicht, was dort brannte oder gelagert wurde. Sie wurden von den Explosionen überrascht. Noch nie zuvor sind in der Volksrepublik China so viele Feuerwehrleute bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Die chinesische Kommission für Arbeitssicherheit kritisiert unterdessen einen Mangel an Sicherheitsbewusstsein bei Unternehmen und eine zu lockere Umsetzung von Vorschriften. Auch die Aufsicht durch Behörden sei zu lasch. Während die Opferzahl weiter steigt, wurde heute ein Mann lebend geborgen. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 einen gelungenen Start in die neue Saison gefeiert. Das Team von Trainer André Breitenreiter gewann bei Werder Bremen mit 3:0. Der Schalker Kreisel kommt richtig gut in Fahrt. Neutrainer André Breitenreiter gelang mit S04 ein klarer Auswärtssieg in Bremen. Matip, der Innenverteidiger, als Vorbereiter. Und Werders Gebrselassie mit einem spektakulären Eigentor. Führung für die Gäste nach 34 Minuten. Dann war Pause. Schalkes neuer Stürmer Franco Di Santo wurde nach seinem Abgang aus Bremen bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Im zweiten Abschnitt dann erneut Matip. Und nach 67 Minuten Choupo-Moting zum 0:2. Breitenreiters Schalker hatten alles im Griff. 5 Minuten vor dem Ende noch ein beeindruckendes Solo des eingewechselten Leroy Sané. Huntelaar zum 3:0 für insgesamt überzeugende Schalke. André Breitenreiter, 3 Monate nach dem Abstieg mit Paderborn, ist er jetzt mit Schalke oben auf. Ralf Hasenhüttl als Trainer und seine Mannschaft, der FC Ingolstadt 04 in der hellen Spielkleidung, feierten ihr Debüt in der Bundesliga. Beim Auswärtsspiel in Mainz trat der Neuling sehr selbstbewusst auf. Nach der Chance durch Groß musste Loris Karius im Tor des FSV Mainz 05 auch gegen Konstantin Engel aufpassen. Ingolstadt erkämpfte und erspielte sich ein 0:0 zur Pause. Der Trainer von Mainz, Martin Schmidt, sah während des gesamten Spiels eigentlich nur eine große Chance seiner Mannschaft. Nach einer Stunde scheitert Niederlechner an Özcan. Mainz ansonsten aber insgesamt zu passiv, Ingolstadt das spielbestimmende Team. In der 66. Spielminute dann wurde Bundesliga-Geschichte geschrieben. Florian Hinterseher erzielt das erste Bundesligator für den FC Ingolstadt 04. Hinterseher Zweikampfsieger gegen Bungert und der Aufsteiger aus Ingolstadt startet mit einem verdienten 1:0 Auswärtssieg in das Abenteuer Bundesliga. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen-Hoffenheim 2:1, Augsburg-Berlin 0:1, Darmstadt-Hannover 2:2. Im Spiel Dortmund gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 4:0. Bereits gestern besiegte München Hamburg mit 5:0. Morgen trifft Wolfsburg auf Frankfurt und Stuttgart empfängt Köln. Die Lottozahlen: 3, 9, 14, 26, 30, 42, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. August.
Tiefer Luftdruck bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. Dazu liegt auch noch eine Luftmassengrenze quer über Deutschland, an der es zum Teil langanhaltend und ergiebig regnet. Dieser kräftige Regen breitet sich heute Nacht bis zur Mitte aus. Im Osten sind heftige Gewitter unterwegs. Morgen scheint im Nordosten zeitweise die Sonne. Später sind dort unwetterartige Gewitter möglich. Sonst regnet es gebietsweise, vor allem vom Emsland bis nach Thüringen, zum Teil ergiebig. An der Oder heute Nacht bis 21, im Allgäu nur 11 Grad. Morgen in der Eifel 13, in der Lausitz bis 31 Grad. Auch am Montag gibt's regional ergiebige Regenfälle sowie kräftige Gewitter im Osten. Ab Dienstag wird es dann ruhiger und auch freundlicher, dabei auch im Osten kühler. Um 23.30 Uhr begrüßt sie Pina Atalay mit diesen Tagesthemen: Verseuchung und neue Explosionen, die verzweifelte Lage im chinesischen Tianjin. Außerdem Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa, wie Zehntausende in der Türkei auf die Überfahrt warten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.